Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Wir sind auf der 3-Sternhof unterwegs, auf der Plus-Variante. Wir sind in Folge 42 und wir hatten beim letzten Mal ja die Gedanken, probieren wir den Kompostmasse mal aus und wie viel er bringt, das ist die Frage. Biologische Sachen reinschmeißen, ich weiß nicht, ob da auch Futterstoffe zu zählen hier. Zum Beispiel. Und ich glaube, Tanksachen kann ich dann nicht unterbringen. Aber Futterstoffe, das hätte ja vielleicht schon was. Wenn der Futter da rein wäre, momentan haben wir ja wir haben ja keine Kühe oder sowas in der Richtung. Da ist auf jeden Fall 8000 Liter Biodiesel drin. Ne, ich wollte den Motor gar nicht ausmachen. Ich wollte ihn hier eine Runde abmachen und gucken, ob wir überhaupt schon was im Tank drin haben. Weil sonst würde ich das tatsächlich mal eine Runde ausprobieren. Gucken, wie viel Liter Diesel dabei drauf geht. Ja, er hat schon was drin, das ist schon mal cool. Dann kommen die 8000 Liter noch dazu. Das heißt, mit der Produktion, die wir jetzt machen, kriegen wir auf jeden Fall noch mal mindestens 8000 Liter und können einen vollen Wagen verkaufen und den Rest für den Kompost benutzen. Weil wir haben ja gerade, ich glaube, das kommt hin. Ich glaube, wir werden was überhaben. Klar, ich wollte jetzt gerade so in den Wagen einsteigen. Ich Fitzboy. Wo mache ich mal den Motor aus? Ja, das sind auch andere Fragen, die man noch stellen kann. Das stimmt. Ich sollte mich erstmal sehen, dass ich wieder zurückkomme zum Drescher. Und wir müssen auch mal gucken, wie viel Wolle wir produziert haben in diesem Zeitpunkt. Das kommt auch noch dazu. Und wir müssen mal gucken, ob die Jungs hier nicht alle gegenseitig im Weg stehen. Ja, seht ihr? Das war mein anderer Verdacht. Moment, ich aufregen, ich fahre den hier kurz zur Seite. So. Aber wie gesagt, der hat auch erst eine Pause, weil wir müssen erst dem Drescher ein bisschen Vorsprung geben. Der macht seine Arbeit. Da kommen wir noch zu. Da habe ich wieder mal den Motor abgewürgt. Schön. Ja, wir haben hier zum Beispiel die Möglichkeit, schön die Lage zu machen, wie ihr seht. Aber nicht nur da, weil das ist unser zweiter Hof. Sondern beim Hof selber haben wir auch noch die Möglichkeit, sie da zu machen. So, ja, jetzt haben wir einmal über den kleinen Forsthügel drüber hin. Und wenn die Fahrzeuge leer sind, geht das, sonst geht es hier teilweise noch 4, 5, 6 km/h runter. Das ist dann nicht ganz so Spaß. Aber wie gesagt, so ist das kein Problem. So, hier müssen wir nur gerade rüber. Wir müssen irgendwo hinten in die Stadt kommen. Ja, wir können auch genauso ein bisschen schräg hier Richtung über den Hof fahren, das geht auch. Das ist alles klar. Ich bin hier. Ja, dann gehen wir erstmal eine Runde was abprüfen. Weil bis wir da sind, ist er schätzungsweise, ja, vielleicht noch nicht ganz voll, aber ziemlich, weil wir sind jetzt bei 76%. Das geht natürlich auf den Feldern jetzt nicht ganz so schnell, weil aufgrund der, in Anführungsstrichen, geringen Größe, sag ich mal so, haben wir natürlich auch sehr viele Wendemanöver. Ne? Das sagt er erfolgreich beendet, er hat ja eh die Hälfte stehen gelassen. Das heißt, ich glaube, wir werden gleich mal abtanken müssen hier gleich. Also das fertig werden wir, der andere, ja. Ja, er wird jetzt hier gleich eh bis da hinten reinfahren und sagen, ich kann nicht mehr.
Diese Kunden warten wir auf jeden Fall mal eine Runde ab und fahren schon mal so ein bisschen mittig. Wie gesagt, die 12 ist ja auch nicht so groß. So. Boah, dann sollte man so einen schmalen Streifen da auf jeden Fall noch komplett mitnehmen, wenn er schon ist. Ne? Aber wie gesagt, er wird jetzt eh da durchfahren und gleich sagen, ich kann nicht mehr, ich muss ins Bett oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und dann haben wir zu unserem guten kleinen 900er hier und dann kann er da reinhüpfen. So. Mal sehen, wie ich noch bei der Arbeit. Und ich bin am Ende, würde ich sagen. So. Mal ein ganzes Stück wieder an. Machen wir hier runter. So, ja, das hat derjenige, der die Arbeit dann noch beendet hat, das war der, bei der Seemaschine. Was ich natürlich gleich machen kann, ist hier den Rubber ansetzen, klar. Das muss ich da hier auch schon mal machen. Strom und Telefonleitung und Stromleitung und so, klar. So. Gut. So machen wir es. Fangen wir hier ran. Ich muss noch mal ein kleines Stück Soja für die Sojamilch bekommen. Und das ist echt die Frage, ob er die Futtergeschichten annimmt oder nicht. Also ich glaube, ich werde die Futter, weil wir momentan echt, wir brauchen ja kein Schweinefutter und auch kein Futter. Wenn das in den Komposter gehen würde, das wäre dann wieder eine lohnenswerte Angelegenheit. Ein bisschen Sprit dazu. Wenn der Spritverbrauch dann relativ gering ist, dann können wir das machen. Die Verhältnismäßigkeit müssen wir aber halt erst rauskriegen. Das ist, hatte ich ja erzählt. Da müssen wir echt mal eine Runde gucken, was da so geht. So, Rohr wieder rein. Dann macht hier die kleine Ecke. Und derzeit holen wir, wo er die Ecke macht. Da wird dann eine kleine Ecke brauchen, schätze ich mal. Werden wir den... Ups. So. Werden wir, wo ist er denn? Da, den freundlichen Kollegen ranholen. Und wenn das Futter da nämlich nicht reingeht, den Kompost, dann lagern wir es hier ein. Ist auch kein Problem, dann fahren wir hier zum Lager durch. Das ist interessant, weil der Drescher hat ja gleich eh Feierabend. Genau wie dann theoretisch gesehen auch der Abfahrer. Und deswegen können wir das dann mit den Jungs machen. Ja, auch hier fahre ich in der Ecke einfach hoch. Das ist eh unsere Wiese hier. An der Kante von mir mieten und schon kann es losgehen. Den starte ich diesmal mal auf dieser Seite. Mal sehen, wie das ist. Vielleicht kommt der dann besser da am Ende hin. Da können wir mal testen. So. Zurücksetzen und gucken. Macht das alles richtig? Ja, das sieht doch perfekt aus. Wunderprächtig. Ja, erfolgreich beendet. Ich glaube, der Drescher hier ist ein kleiner Träumer. Bin mir sicher. Schwer danach auf, weil man das fast selber fahren müsste. Gucken wir, ob er jetzt die Bahn macht. Dann lassen wir jetzt den kleinen Block von der Seite ansetzen. Ich habe noch was vergessen. Der ist gar nicht mehr so schlecht. Können wir mal gucken. Ja, eine halbe Palette Wolle ist es. Nicht so viel. Okay. Ja, ich würde sagen, dann versuchen wir noch ein bisschen unseren Gras hier noch zu machen. Aber dann sind es ja noch. Können wir ihn auch nach Hause bringen. So, einmal an, einmal runter. Und da sind wir wieder. Ja, ich sollte auch versuchen zu schlackern, weil
ist natürlich für den Ladewagen nicht ganz so praktisch, wenn es so flach hat. Ja, wir haben eh 100.000 Gras an Bord, also ja, wir können Silage machen, oder wenn man die Futtersachen nicht nimmt, die momentan ja einfach über sind, also einen Verkaufspunkt für Futtergeschichten haben wir nicht. Das war übrigens nochmal für einen Bordern ein freundlicher Hinweis und eine schöne Idee, einen Verkaufspunkt zu machen allgemein, wo man sowohl Mischfutter wie auch also wo man das Futter für die Kühe verkaufen kann, wo man das Futter für die Schweine verkaufen kann, wo man Saatgut verkaufen kann, weil man selber Saatgut produziert, genau wie man auch selber Dünger verkaufen kann. Am besten natürlich sowohl flüssig wie auch fest, obwohl fest dann das Sinnvollste ist. Und ich meine in dem Fall dann Streudünger. Ich meine auch in dem Fall, dass ich wie ein Dösel fahre, weil ich habe das Laufwerk runter gemacht. Ich sollte nicht so viel reden. Zwei Sachen gleichzeitig, ne? Multitasking, nicht so. Ja, der Grubber da hinten, was der so an Ecken überlässt, ist auch irgendwie so nicht so, muss ich mal sagen. Das ist auch nicht wirklich schön manchmal. Da darf ich den auch noch mal korrigieren gleich. So, wir fahren hier nochmal hin, weil ich jetzt versaubeutelt hatte. So, runter damit. Und jetzt geht's. Also für Bahnen sind wir es nicht mehr hier. Weil der Ladewagen so ein bisschen in den Extremhanglagen dann noch Probleme macht, aber wir schauen einfach mal. Ich war schon überlegen, auch vielleicht noch einen Gewinn zu machen mit dem Ladewagen. Was sagt ihr, wie geht das denn? Ja, ich war überlegen, es gibt noch, ich habe auf einer meiner Geschichten ja, auf der Borcher See, glaube ich, habe ich ja eine Krone stehen. Einen alten, großen Krone, sagt man so. Ladewagen. Also ein 3000 Turbo, 3500 Turbo ist das dann auch. Und es gibt auch den 2500 Turbo, der auch nicht unbedingt das jüngste Gerät ist und der, ich glaube, so ungefähr gleich viel aufnimmt wie hier der Ladewagen auch. Und der kostet wirklich viel. Ich werde echt überlegen, ob man da vielleicht sagt, okay, lass uns da einfach mal andere Variante nehmen. So, ich würde sagen, ich fahre jetzt maximal noch eine Spur. Da hinten wurde es ja schon eng. Man will es auch nicht übertreiben. So. Das ist zu Ende. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einmal zu Ende. So, ja, rückwärts ist ja hier nicht so der Knüller. Das Main an sich für ihn hier funktioniert aber. So, beendet haben wird es entweder der Gruber, der nicht weiß, was er tut, oder ist der Drescher wieder. Wollen wir gleich mal sehen. Ja, ich weiß, die Bahn hier noch im Ende, weil da hat er theoretisch Feierabend. Weil dann müssen wir hier den Ladewagen haben. Weil ich glaube, der uralte Krone, den kann man günstig kriegen, das kostet glaube ich nur 12 oder 14.000, dann müssen wir auch gucken, was wir für den anderen hier kriegen, weil jetzt ja gerade so spontan ist nicht ganz so viel Kohle. Klar, das wird sich mit dem Verkauf wieder ändern, aber wie gesagt, das sind halt noch so ein paar Varianten. So, fertig ist er hier. Da hinten wird einer blockiert, das ist auch schön. Das dürfte dann der Grubber sein am ja, es müsste der Grubber sein, der vom Kipper dementsprechend blockiert wird. Wir brauchen hier einfach nur schön den Weg fahren, einmal die Straße rüber und tada, schon sind wir zu Hause. Da ist unser Lager schon. Dann fahren wir ihn aber hier flink um die Ecke und dann haben wir das hier auch schon wieder. Dann können wir nochmal gucken, was die anderen Jungs da so machen. Ja, die Futtermischer haben wir hier gestellt, aber die brauchen wir gar nicht. Momentan nicht, weil die werden halt für Kuh und für Schweine verkauft.
Aber wie gesagt, ich glaube, wir testen das irgendwann mal mit Gras, weil Gras haben wir ohne Ende. Und vielleicht schaffen wir es ja noch Schweine und Kühe an. Dann wäre das ja doof, wenn wir es so machen würden. Weil der Schweinestall hier ist schön und auch das der Kuhstall ist auch super. Ja, ist so ein bisschen was anderes, dann kann man da mal noch kleine Mengen halten. So. So, gut, ja, das habe ich mir gedacht. Und der Drescher hat tatsächlich alles so weggekriegt. Sind wir nicht mehr im Weg, der sollte jetzt automatisch wieder anfangen. So. Hier klingt aussteigen. Rohr raus. Ich muss ein Stück zurücksetzen dafür, schätze ich mal. Aber ja, das große Abpumpen machen wir hier gerade noch. Aber dabei muss ich leider sagen, sind wir schon wieder am Ende der ganzen Geschichte. So schnell geht's. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei sein würdet. Würde mich natürlich sehr über ein Abo freuen, über einen Daumen nach oben natürlich auch und auch über einen Share. Sage ich vielen, vielen Dank für die, die mich immer schon so fleißig unterstützen. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal.